Ein wunderschönes Hallöchen heute wieder bei Rund um Stars. Schön, dass ihr wieder hier seid auf unserem Kanal. Heute möchte ich einen kleinen Tipp abgeben an die ganzen neuen Leute, die Bock haben, vielleicht in Star Citizen einzusteigen oder die vielleicht Lust haben, nochmal sich einen zweiten Account zu holen, um zum Beispiel noch einen zusätzlichen NPC zu ergattern für seine NPC-Crew nachher später, wenn er nachher seine größeren Schiffe mit NPCs bemannen möchte. Was ist gerade möglich noch bis zum 6. Februar? Wo könnt ihr noch reinhauen mit dem Luna-Event? Das gucken wir uns jetzt genauer an. Deswegen, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet zu Star Citizen, gerne den Kanal abonnieren, dann werdet ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen. Gerne das Video abonnieren, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Lasst uns das mal kurz analysieren und angucken, wie ihr momentan am besten in Star Citizen einsteigen könnt mit dem besten Starter-Package, was momentan zurzeit kaufbar ist. Legen wir los. Let's go, ihr Lieben. Seid ihr direkt eingetunnelt auf der CRG-Seite, müsst ihr nur folgende Schritte durchführen. Ich werde das auch alles unten verlinken, wie ihr direkt auf die Seite kommt von Star Citizen. Dann müsst ihr nur im Pledge Store reingehen. Seid ihr im Pledge Store eingetunnelt, dann seht ihr auch direkt das Package, was noch bis zum 6. Februar im Angebot ist, mit 15% Nachlass, was ungefähr 11 Euro darstellt. Also 11 Euro könnt ihr hier schon sparen beim Package. Habt ihr das reingeworfen, direkt in euren Einkaufswagen, dann solltet ihr, wenn ihr möchtet, natürlich Squadron 42 auch noch dazu nehmen, was gerade einen Nachlass von 50% habt. Wenn ihr das mit der Pisces zusammen kaufen solltet, habt ihr nochmal einen fetten Nachlass, was sonst auch nicht drin wäre. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, ein sogenanntes Dual-Package zu kaufen mit Star Citizen, mit den riesengroßen MMOPG dahinter und Squadron 42 als Solo-Kampagne, womit ihr epische Schlachten gegen die Vandals bestreiten könnt. So eine Art, wer früher von Life Wing Commander gespielt hat, kann das damit ein bisschen vergleichen. Nur einfach viel geiler mit sehr vielen AAA-Mitspieler, die dabei sein wird, wie zum Beispiel Mark Hamilton oder auch andere Stars aus Hollywood, die natürlich auch dabei sein werden. Also das wäre natürlich der super Deal, der momentan verfügbar ist. Habt ihr das gemacht, solltet ihr vielleicht noch auf ein anderes Raumschiff upgraden. Da gibt es mehrere Raumschiffe, das kann ich euch gerne zeigen. Habt ihr den Kauf abgeschlossen, dann könntet ihr auf My Hangar gehen. Dann geht ihr zum Beispiel auf Ships Upgrade und das Raumschiff, was ihr euch gekauft habt, zum Beispiel die Pisces, die könntet ihr jetzt weiter updaten auf ein anderes Raumschiff. Das kann ich euch mal gerne zeigen, wie es geht. Da gibt es auch zwei Raumschiffe, die ich euch auch am Herzen legen kann. Dann habt ihr zum Beispiel die C8RX, das ist das Raumschiff, was ihr euch gekauft habt. Die könnt ihr jetzt zum Beispiel updaten auf ein erweitertes Raumschiff, zum Beispiel auf die C8R. Das ist die Medic-Variante, wo ihr auch noch ein Medic-Bed dabei habt. Und wenn ihr zum Beispiel mit Star Citizen anfangen möchtet, und das solltet ihr machen mit den Deliver-Missionen, um in Star Citizen das Laufen zu lernen, reinzukommen in die Mission, wie Star Citizen überhaupt funktioniert, sind die Delivery-Missionen dafür sehr geeignet. Und gerade die Pisces C8R ist ein sehr schönes Schiff dafür, weil ihr habt eine Medic Bay da drin, womit ihr euch zum Beispiel leichte Verletzungen ausheilen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr bei den Ninetales eine Missionbox rausholen sollt und ihr werdet gleich verletzt, könnt ihr die Verletzung gleich wieder heilen. Oder wenn ihr Hunger und Durst habt, dann könnt ihr das natürlich auch stillen tatsächlich über die Medic Bay. Wenn ihr natürlich eine T2-Verletzung habt, dann könnt ihr die auf jeden Fall stabilisieren. Denkt daran, bei einer T1-Verletzung seid ihr direkt explodiert und seid in sämtlichen Molekülen auseinandergeflogen. Da hilft auch kein T2 und auch kein T3-Bett mehr. Da braucht ihr ein T1-Bett und da respawnt ihr dann auf einer Krankenstation, zum Beispiel im Krankenhaus. Ne? Da geht das dann nachher nicht mehr mit. Oder ihr könntet auch zum Beispiel die Nomad nehmen. Die Nomad ist auch ein sehr schönes Raumschiff, was ich auch immer wieder sehr gerne anpreise, gerade im Starter-Segment. Mit der Nomad habt ihr eine sehr gute Bewaffnung mit 3x Size 3. Das heißt, ihr könnt damit auch Bounty-Hunting-Missionen machen oder auch sehr gute Service-Beacon-Missionen. Ihr habt hinten sogar noch 24 Frachteinheiten. Das heißt, ihr könnt auch mehr Fracht transportieren, wo auch noch ein Rock dazu reinpasst. Mit dem Rock könnt ihr zum Beispiel auch Mining betreiben auf dem Mond, auf Lyria zum Beispiel, und könnt damit sehr schnell Geld verdienen. Also gerade mit der Nomad, mit den Rocks zusammen, habt ihr tatsächlich auch die Möglichkeit, sehr schnell Credit zu verdienen. Das ist so ein bisschen wie ein Moneymaker, wenn ihr in Star Citizen loslegen wollt. Und dann könnt ihr euch alle weiteren Raumschiffe auch in-game erspielen. Und wie gesagt, da habt ihr auch noch ein Bett zum Auslocken. Bedeutet, wenn ihr einen Speicherpunkt haben möchtet, irgendwo im Weltraum, das hat die Nomad natürlich auch. Also die Nomad hat auch ein sehr schönes Interieur, hat auch drei S1-Schilder drin, hat auch eine sehr schöne Stabilität von der Schildenergie her, dass sie auf jeden Fall auch nicht so schnell abgeschossen werden können. Also wäre auf jeden Fall auch eine Idee. Das Schiff würde ich dann zum Beispiel auch noch dazu holen. Dann würde ich das einmal durchführen. Und das Cross-Chassis-Update, was ihr dann habt, das müsst ihr noch anwenden. Da geht ihr folgendermaßen durch. Wenn ihr das Cross-Chassis-Update dann bei euch im Hangar drin habt, dann müsst ihr das noch einmal kurz ausrufen. Bei euch im Hangar direkt. Das mache ich mal ganz kurz, wie das denn aussieht. Dann müsst ihr hier nur einmal kurz auf das Dreiecksymbol gehen. Dann geht ihr auf Apply Upgrade. Und dann könnt ihr aus eurer Pisces C8
C8X denn eine Nomad machen oder die aus der Pisces C8X eine C8R. Das wäre natürlich dann auch möglich. Dann müsst ihr nur Next machen, dann könnt ihr es anwenden und dann habt ihr euer neues Raumschiff für Star Citizen, womit ihr dann frisch reingehen könnt und auf jeden Fall auch Spaß haben werdet. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt daran, das Video gerne abzuwunden, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet zu Star Citizen, gerne den Kanal abonnieren. Wäre eine coole Sache und schaut auch mal gerne auf unseren Live-Kanal vorbei auf Digital4Faxi. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Denkt daran, wenn 3.18 live gegangen ist, werde ich direkt einen 48-Stunden-Stream machen und werde auch sehr viele Starter-Packages raushauen als Giveaway. Also vielleicht könnt ihr auch da ein Starter-Package abgreifen. Deswegen schaut gerne vorbei, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis dann, euer Faxi. Tschüss, ihr Lieben.